Ja, das müsste gelungen sein. Ja, 12 Punkte als Erschwernis zum Abbauen. Nacht ist ja auch egal. Er kann halt jetzt nicht ins Sonnenlicht treten. Naja, wie gesagt, er taucht ja sowieso in diesem Nebel beziehungsweise in diesem Dunst der Kerze auf. Ja. Dann kannst du Im Nebel. sehen, So, ich wie. wollte noch die Ja, Inkarnation sprechen. gerne. Im Nebelhauch, doch ohne Nacht, wo Schatten tief am Boden wacht, da ruf ich Geister aus dem Reich, verborgen fern im Dunkeln gleich, mit Kerzenlicht und Weihrauchduft von alter Zeit aus deiner Gruft. Die Flammen tanzen wild im Wind, die Pforte öffne sich geschwind, wo Geister wesen, hör im Chor, komm aus dem Jenseits empor, aus dunklem Reich, hier fern und nah, hör meinen Ruf, o Geisterschar. Du kannst sehen, wie sich aus dem Nebel hat sich um den Körper herumgelegt und dann entsteht wohl so etwas wie ein Schemen, der sich stofflich aus dem Körper erhebt und dann auf der Bahre sitzen bleibt, den Kopf so ein bisschen nach unten hängen lassend. Der Mann ist um die 60, würdest du sagen. Das hatte Abel mir ja auch schon gesehen. Auch wenn er sehr eingefallene Haut hat, könnte er durchaus älter wirken als 60 Jahre. Und er lässt seinen immateriellen Kopf so ein bisschen hängen und seine langen Haare und auch sein langer Bart fallen ihm so ein bisschen über die Augen rüber. Was mögt ihr? Geist, wir wollen deinen Tod ergründen. Teile dich uns mit. Ich wurde niedergeschlagen. Weißt du, wer dir dies antat? Ich war wie immer in der Bibliothek. Ich im eremitischen Trakt. Dort, wo die alten Schriften aufgebahrt waren. Ich ging umher und sah jemanden. Er wirkte erschrocken und er sprang auf und aus den Schatten heraus wollte er mich angreifen. Er griff nach etwas und er wollte mich töten. Er hat es geschafft, oder? Er hat es geschafft. Deshalb ergründen wir jetzt deinen Tod. Kannst du uns eine Impression dessen geben, wie er oder es aussah? Oder hast du ihn nicht gesehen? Sprich, Geist, und sprich wahr. Ich weiß nichts, mein Kopf tut so weh. Nun gut, eine andere Sache. Du warst Bibliothekar aus dem Herzen heraus, nicht wahr? Und du hast ein Kind. Ferhusef, ich bin der Büchermeister. Nun, wo finden wir dein Kind? Wir wollen es schützen. Ich habe ein Kind. Mit einer Frau, mit der du einmal ein Stelldichein hattest. Ah, die. Ah, ja. Ja, ich erinnere mich. Er greift sich mit seiner Hand so ein bisschen gegen den Kopf, aber nicht gegen die Stelle, wo er getötet wurde, sondern eher gegen seine Schläfen. Ihr dürft mal alle Menschenkenntnisprobe würfeln. Ihr erkennt es, auch so wie er die letzte Zeit sich jetzt euch gegenüber gegeben hat. Es sieht so aus, als wäre er betrunken oder generell zu Lebzeiten Alkoholiker gewesen. Ein betrunkener Geist. Ich erinnere mich. Malane. Malane. Wo hast du sie? Sie hatte ein Kind? Wo hast du sie kennengelernt? Das ist lange her. Wir hatten ein gemeinsames Noviziat in Alanfa. Und sie begleitete mich in meine Heimat, nach Selem. Ich bin hier geboren und sie kommt aus Alanfa. Nun, sie hat ein Kind von dir, so viel ist klar.
Das ist aber 30 Jahre her. Wir haben uns nicht oft danach gesehen. War sie eine Geweihte? Und wenn ja, von welcher Gottheit? Sie war eine Akolutin, eine Glaubensschwester. Sie hat, wie gesagt, das Noviziat mit mir in Alanfar absolviert, aber es nicht weitergebracht. Sie ist auf der Schlangeninsel mit ihren anderen Jüngern. Aber sie verehren, sie sind falsch. Inwiefern falsch? Nee, sie sind Schlangenbeschwörer. Die warnende Kobra, die strafende Otter, die jagende Viper. Das ist die Lehre der Achas. Das ist nicht menschliche Lehre. Das ist archaischer Kult. Ich habe den Kontakt abgebrochen, als ich ihren Wahnsinn erkannt habe. Selam hat ihren nicht bekommen. Nun. Ich wollte sie aus ihrem trostlosen Schicksal in Alanfa bewahren und habe nicht erkannt, dass ich ihr Verderben herbeibeschworen habe. Schämt euch nicht. Es sei euch vergeben, Geist. Doch jetzt hört mir zu. Doch eine Sache ist wichtig. Wenn wir uns ihr zu erkennen geben, dann soll sie wissen, dass wir euch gekannt haben. Gibt es etwas, das beweist? Ein Ausspruch, eine Hintergrundinformation, die zweifelsfrei belegen kann, dass ihr und wir im Bunde miteinander stehen. Er greift sich an seinen Hals aus Rauch und zieht sein Schlangenhalsband ab. Sie hat eines, allerdings nicht aus Zinn, sondern aus Bronze. Er reicht dir das Medaillon aus Rauch und wenn du es anfasst, dann zergeht es. Geist, wir werden euren Tod sühnen und wir werden euch Erlösung verschaffen. Doch wenn der Morgen graut herbei, erlischt das Licht, verweht der Schrein, dann kehr ins Geisterland zurück, bis unser Ruf euch wieder fand. Ja, und damit würde ich ihn entlassen. Ein letzter Hauch, der wohl von ihm kommt. Elemitischer Trakt. Dann gut. Verlöschen die Kerzen. Es wird eiskalt. Ein bisschen Raureif breitet sich aus. Und ihr steht vor dem Toten. Dieser Geist war deutlich angenehmer als der letzte. Hat ganz ohne Probleme kooperiert. Ich mag es trotzdem nicht, wenn man Geist so fragt. Ist irgendwie ketzerisch. Abelmir, wir haben so viel getan, was fragwürdig ist. Ja, ist nicht gefallen, aber ja. Wir sollten uns überlegen, was wir zuerst angehen. Die Frau oder den elemitischen Trakt. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als zuerst die Frau anzugehen. Wir haben keinen Zugang zur Bibliothek, bevor wir nicht den Auftrag des verstorbenen Bibliothekars ausgeführt haben. Wir wollen uns mit Gewalt Zugang verschaffen und dazu brauchen wir dieses Medaillon hier. Zeig mir auch den Halsschmuck. Nun, dann nehme ich es an mich. Er hat es mir immerhin gegeben. Ja, und ich würde das Medaillon an mich nehmen. Du würdest vermuten, dass es älter ist als die 60 Jahre, die er selbst alt war. Zinn. Mhm. Aber angelaufen. Das ist ganz schön alt. Ja. Nun ja. Menschliche Maßstäbe jedenfalls. Vielleicht ist es ein Amtszeichen des Bibliothekars selber, die von Generation zu Generation weitergegeben wird.
Nun, wenn sie beide diese Ringe haben, dann haben sie sie wohl in Al-Anfa bekommen während ihres Noviziats. Möglich. So, ich bin wieder sauber. Habt ihr auch irgendwas geleistet? Uldax, hat der Geist was gesagt? Natürlich, er war sehr mitteilsam. Er kommt aus Al-Anfa. Nein, also nicht er. Sie kommt aus Al-Anfa, er kommt aus Selem. Sie haben sich in Al-Anfa kennengelernt. Dort hatten sie ihr Noviziat zusammen. Dann sind sie gemeinsam wieder hierher. Er war Alkoholiker. Ja, das Übliche. Ja, beim Stichwort Alkoholiker, Ronga, du standst oben auf Deck und wolltest gerade aus deinem Flachmann trinken, als du bemerkst, dass wohl dein Flachmann zufriert. Wir haben es jetzt 15 Uhr, die Sonne sticht von oben herab, so ein bisschen durch diesen Dunst und den Nebel. Es ist ekelhaft schwül und dadurch, dass jetzt dein Flachmann in deiner Hand so ein bisschen anfriert und auch das Innere, also der Alkohol, der ja weit tiefer als die 0 Grad dann anfängt zu frieren, trotzdem kriegst du ihn nicht mehr aus deiner Flasche raus, obwohl die voll ist. Ein auf alle Fälle magischer Effekt, den du jetzt auf alle Fälle melden solltest. Scheiße. Ronga schaut auf seinen Flachmann, natürlich gleichzeitig beunruhigt, als auch ein wenig erbost darüber, dass er jetzt seinen Flug, auf den er sich schon gefreut hat, nicht nehmen kann. Und eilt vom Oberdeck Richtung, wo hat kann Ronga denn Boltax vermuten? Der kennt sich mit Magie, elementarer Magie aus. Also normalerweise selbstverständlich in seiner Kajüte, aber du hattest gesehen, wie die vor ein paar Minuten sind die nach unten gegangen zu euren Heilerin. Dann ist das der Weg, den Ronga auch antritt. Boltax? Boltax, bist du hier irgendwo unten? Ja. Jetzt schrei doch nicht so. Boltax hat mir gerade erzählt, was der Geist gesagt hat. Warum bist du denn so aufgeregt? Genau, also der Geist war ein Alkoholiker. Da waren wir, glaube ich, stehen geblieben. Was gibt es denn? Hier geht irgendwas vor. Mein Flachmann, der ist zugefroren. Aus dem heiteren Himmel. Nun, gibt eine gewisse Affinität des Eises mit Selem, aber nun wieder auch nicht. Man spürt ganz unterschwellige Schwingungen des Eises hier. Aber ich glaube nicht, dass es daran liegt. Vermutlich wird das ein Nebeneffekt vom Geist sein. Vielleicht hat er sich einen letzten Schluck genommen. Aber ich habe noch nie gesehen, dass Alkohol zufriert. Aber nun, es hängt von der Kälte ab. Nun, Alkohol gefriert bei geringeren Temperaturen als Wasser. Aber nun, ein Geist steckt im Alkohol. Och, Ronga, jetzt lacht. Das war ein wundervoller Witz. Ja, Ronga schaut immer noch wehmütig auf seinen Flachmann. Kannst du das irgendwie ungeschehen machen? Nun, stell ihn einfach in die Sonne. Oder nimm dir etwas vom Wein. Ich habe aber mir einen 1022er Jakvetaler mitgebracht und er hat erst ein Glas davon getrunken. Wir haben noch etwas in der Kapitänskajüte. Wollen wir das wirklich an ihn verschwenden? Er trinkt das wie ein Schluck Wasser. Er kann es gar nicht genießen. Aber mir, ich habe seinen Alkohol versehentlich eingefroren. Es ist meine Schuld. Also muss ich hier Buße tun. Und ja. Er kann ihn doch wieder aufwärmen. Es ist nur billiger Fusel, den er da hat. Er ist doch hier verdammt warm. Das dürfte doch gar nicht gefroren sein. Ja. Und Magie. Naja, jetzt mal unabhängig von seinem Alkohol oder deinem Alkohol, Abelmir. Was müssen wir denn jetzt tun? Nun, wir müssen diese Schlangenschwestern aussuchen. Na, hat er gesagt, wo sie sind? Ich glaube, mit seiner Geliebten zu reden, könnte sich etwas schwieriger gestalten. Er hat sie offenbar verlassen, weil sie wahnsinnig geworden und einem seltsamen Kult beigetreten ist. Keine Sorge. Aber mach dir keine Gedanken. Mit Wahnsinnigen kenne ich mich aus. Also, wir machen das folgendermaßen. Ihr haltet sie fest und ich setze ihr eine Illusion ein. Und dann wird sie uns alles erzählen, was sie will. Ich vermute, sie wird nicht alleine sein. Naja, Schlangenschwestern, also das kriegen wir doch hin.
Sie hält sich wohl auf kleinen Al-Anfa auf, weil sie selbst Al-Anfanerin ist. Und ich nehme an, diese Schlangen waren nicht immer da, sondern erst nachdem sich dieser Kult dort niedergelassen hat. Also wir müssen jetzt alle zu Klein Al-Anfa. Du musst deinen Alkohol mitnehmen, damit der auch mal wieder warm wird. Sonst noch irgendwas. Ja, wir nehmen den Schlangenring mit. Und wenn sie den Schlangenring an meinem Hals sieht und den Schlangenring, den ich mitbringe von ihrem ehemaligen Liebhaber, dann wird sie eins und eins zusammenzählen können und mich für ihren besten Freund halten. Dann wird es auch viel leichter, sie zu verzaubern. Ja, oder sie glaubt, du bist der, der ihren Ehemann erstochen hat. Eins von beiden, aber lass uns mal drauf ankommen. In dem Fall versteinere ich sie, bevor ich sie verzaubere. Das kriegen wir schon hin. Boltax, ab und zu müssen wir auch mal mit Leuten reden. Du kannst nicht einfach allen Leuten irgendwelche Gedanken einpflanzen. Oder kann ich? Kannst du? Hast du das schon gemacht? Hast du mir Gedanken eingepflanzt? Ne, verstehe das jetzt nicht falsch, aber du bist so unwichtig für sowas. Und Rafim hat eine Mauer um sich gebaut mit der Armbrust. Dem könnte ich das auch nicht einpflanzen. Ja, und ich bin leider auch zu unwichtig für sowas. Aber was ist, wenn genau diese Mauer der Gedanke ist, den dir Boltax eingepflanzt hat? Wie ich sagte, du denkst, leider, du kannst an die Armbrust denken. Ich bin leider zu unwichtig dafür, dass Boltax da Zeit für verschwenden würde. Ja, wenn genau. Du schon zu unwichtig bist, dann muss ich mir ja keine Sorgen machen. Richtig. Aber nee, dass dir. Boltax ihm die Idee mit der Armbrust eingepflanzt hat, nun, das kann ich bestätigen. Was? Naja, wozu hat Boltax halt gute Ideen? Wusstet ihr übrigens, dass man den Sümpfen nicht vernünftig bauen kann? Mhm. Das weiß ja jedes Kind. Deswegen können wir jetzt leider auch nicht über eine Brücke gehen, sondern müssen uns wohl ein Boot nehmen. Nun, ich habe eine interessante Schrift von diesem Leonardo gelesen, dass man einen Sumpf durchaus trockenlegen kann, um ein Brückenfundament zu gießen. Man kann vieles bauen, wenn man den richtigen Aufwand betreibt. Ja, den kennst du doch auch irgendwie, Abelmir, oder nicht? Ich erinnere mich dunkel. Ja, ich habe ihn in Gard kennengelernt. Ein sehr hellsichtiger Mensch. Hat sehr viele Ideen und Visionen. Ja, ist damals nicht irgendwas schiefgegangen? Ja, er hat aus Versehen seine Hand verloren, aber schweigen wir drüber. Naja, aber wenn er nicht vernünftig basteln kann, ist er selber schuld. Also basteln kann er, glaube ich, schon. Ich habe seine eine Brücke gesehen und ich würde sagen, das reicht fast an zwergisches Handwerksgeschick heran. Also ja, man munkelt, dass er jetzt in Yolgomak herrscht. Das sind natürlich nur Gerüchte. Ja, aber mir, wieso hast du eigentlich immer so komische Freunde? Außer mir natürlich. Ich bin natürlich die Ausnahme. Nun, ich kenne halt viele interessante Personen. Ja, belassen wir es einfach dabei. Man kommt halt herum, würde man sagen. Ja, in euren Kreisen, ne? Ja, in meinen Kreisen, gewiss. Also, ihr habt ihn auch kennengelernt, nicht wahr? Ja, aber ich war ja nie per Du, so, ne? Aber mir Du. Ja, ich streichel mal in meiner Hand diese Uhr, die ich damals geschenkt bekommen habe. Ja, ein sehr guter Bekannter. Ja, so, Capitana, um jetzt mal von den ehemaligen Liebschaften von Abelmir abzulenken, wollen wir aufbrechen oder wollt ihr noch was anderes machen? Nein. Ich glaube, das ist eine gute Spur und es wird noch nicht dunkel. Also lasst uns nach Kleiner Al-Anfa übersetzen. Sehr gut. Nun, brauchen wir diesen Toten noch, oder? Naja, ich denke, wir sollten ihn vielleicht lieber auf See bestatten und nicht hier. Wir könnten ihn auch verbrennen. Später. Ja, auch guter Vorschlag. Nun gut, ich lasse ihn erstmal hier. Ich würde also Tuch ausbreiten und Laken über deinen Körper ausbreiten und zudecken. Für später. Ich weiß nicht, vielleicht können wir ihn hier aufgebahrt lassen, bis wir seine Tochter gefunden haben. Vielleicht bedeutet ihr die Sache etwas, oder sie hätte gerne ein Mitschnitt bestattet wird.
Das halte ich für keine gute Idee. Bei diesem Wetter wird sich das nicht lange gut halten. Naja, wie du siehst an den Fliegen und den Maden, der hält sich schon nicht mehr. Der Zug ist schon lange abgefahren, deswegen stinkt das hier auch so bestialisch. Du hast bestimmt gedacht, es ist Abelmir, aber diesmal lag es gar nicht an Abelmir. Ich rieche nicht, ich rieche hervorragend. Nun ja, in dieser Umgebung. Naja, ich denke nicht, dass sie ihn in diesem Zustand dann auch wirklich sehen möchte, oder? Naja, das kann sie ja selber entscheiden. Die ist ja, ich weiß nicht, wie alt ist das Kind? Hat jemand eine Ahnung? Der Vater sagte etwas von 30 Jahren oder so, dass er und die Mutter nicht mehr beisammen wären. Naja, dann ist sie ja erwachsen, dann kann sie das ja selber entscheiden. Ich denke, auf einen Tag oder mehr kommt es jetzt auch nicht mehr an. Ja, wenn sie dann ihren Vater kennenlernt und er dann Mann zerfressen vor euch liegt. So eine schöne Bekanntschaft. Ist nur zweimal in den Schmutz gefallen. Hey, wenn du noch mal mit deinem Vater sprechen willst, ich kann da was drehen, aber du musst halt tun, was wir wollen. Eine Hand wäscht die andere. Okay, ihr wollt aufbrechen nach Kleiner Lanfer? Hier die Helden. Ja. Gut. Dann könnt ihr wieder gemeinsam mit Kanesetiana aufbrechen und er wird euch erstmal nach Klein Perikum führen und dort dann einen der Tokamoyak ansprechen, die euch dann mit dem Floß auf Kleiner Lanfer absetzen können. Dort selbst wird noch die, also so viele Schlangen, wie beschrieben worden sind, sind hier wohl gar nicht. Es gibt hier zumindest eine große Taverne direkt am Eingang am Steg. Und zwar die Schenke Dublonenregen. Da wird allerdings, ja, dort könntet ihr euch dann erst einmal herumfragen. Die Insel ist zwar klein, also vielleicht 30 Meter vielleicht, so ganz grob. Sind aber noch ein paar Hütten drauf. Ihr könnt das natürlich an jeder klopfen oder ihr geht erstmal in die Schenke. Was meinst du? Wie gut kommt es an, wenn wir in der Schenke nach einem seltsamen Schlangenkult fragen? Naja, wollt ihr meine ganz ehrliche Einschätzung hören? Ich denke, das ist gar nicht ungewöhnlich hier. Also, soll ich vorgehen und laut nach einem Schlangenkult fragen oder habe mir eine bessere Idee? Nun, ach meine, es sind deine Landsleute. Manchmal ist ein direktes Vorgehen hilfreicher als hinten herum sich zu erkundigen. Das weckt manchmal nur Zweifel an den Leuten, in den Leuten. Alternativ könnten wir nach dem Namen Malane fragen und vielleicht bekommen wir dann den Kontext gleich mitgeliefert. Ja, das wäre sinnvoll. Ja, dann probieren wir es erstmal auf die unterschwellige Art und Weise. Ich würde mich mal auf dieser Insel umschauen. Was ist denn hier überhaupt alles? Also neben der Schenke Dublonenregen nicht viel. Du kannst mehrere Holzhäuser erkennen, wenig auch Stein, alles sehr vermodert und verwittert. Aber wenn du dich umschaust, gib mir doch mal eine Fährtenlesenprobe. Oh, ja, glaube ich. Öfter mal was anderes. Das ist ein guter Wurf. Zwei Punkte, mein. Ja, das soll mir auch reichen. Und während du dann so ein bisschen hin und her gehst, deine Stiefel im schweren Matsch versinken, kannst du vor einem der Häuser stehen bleiben, das auch sonst nicht anders aussieht als die anderen Häuser. Aber hier kannst du die typischen Schlangenspuren erkennen, die normalerweise, also in der Wüste kann man das ganz gut erkennen. Hier in diesem Matsch ist es ein bisschen schwieriger, aber da siehst du eine Menge Schlangen vor. Von verschiedener Größe. Also die Schlangen selbst nicht, aber die Spuren dazu. Naja, also hier ist auf jeden Fall hier. Also da ist ein Schlangennest hier in dem Raum drin. Boltox, willst du da nicht vorgehen? Ein Schlangennest? Ja, ich kann vorgehen. Die Schlangen werden mir nichts tun. Das denke ich nämlich auch. Du bist ja auch so klein. Dann denken die, du bist eine von denen.